Ja, und willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights 2. Nach einer relativ kurzen Aufnahmerunde begeben wir uns wieder hier in die Gruft. Wahrscheinlich, ich habe gerade gedacht, so, ich habe einen Knick in der Optik, aber das ist so ein bisschen schräg. Wahrscheinlich wieder zu einer relativ kurzen Aufnahme. Ja. Man muss halt immer schauen, wie weit mich mein Atem und alles soweit aufnehmen lässt und quatschen und überhaupt. Naja. Wir müssen ja erstmal weiter Skelette eliminieren. Ja, das wird eher weniger das Problem. Ich habe ein bisschen mehr Befürchtung vor einer Begegnung hier, weil ich nicht mehr sicher bin, ob das eine leichte war oder doch eine etwas herausfordernde. Ich weiß nur, dass hier noch was kommt, aber naja, gut. Sehen wir dann ja. So, wenn jetzt mal treffen würde, wäre super. Die Astralklinge ist auch klasse, weil die uns hier viel. Ja, genau. Kannst du mal bitte abwarten, bis die Fallen erledigt sind? Aber nein. So, Mishka, bitte aufschließen. Danke. Jetzt plündern wir erstmal diese Gräber hier, ja. Die Sarkophage. Und haben Glück, dass keine Mumien aussteigen. Es wäre, glaube ich, hier von Anfang auch schon ein bisschen hart, wenn jetzt schon Mumien kommen. Also würde ich so empfinden. So, da war nichts. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach unten weiter. Und schauen uns hier um. Ach, schon wieder nur. Ah, Falle ausgelöst. Ja, ich bin. Das wissen wir immer noch aus dem ersten Teil, dass ich ja zielsicher in die Fallen trete. Deswegen ist mir Kelge auch so sympathisch. Weil der auch einfach los stampft. Könnte natürlich manchmal auch einfach dazu führen, dass wir verlieren. Das ist mir dann aber relativ. Also, wenn ich die Möglichkeit habe, versuche ich natürlich die Fallen zu entschärfen. Aber meine Erfolgsquote war bisher immer relativ gering. Achso, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ach, den macht ihr beiden schon. Ja, kommt schon. Ich sag, den macht ihr. Muss erst Power wieder kommen hier. So, Mishka, lauf mal los. Einmal aufmachen, bitte. Danke. Und da aufmachen, bitte. Danke. Oh, ein leichter Hammer, nicht identifiziert. Ja. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Wir machen hier. Gehen wir weiter, weil da ging es nicht weiter. Also bleibt nur der Weg geradeaus. So. Wir rasten, aber in diesem Gebiet kann man leider nicht rasten. Ich habe hier doch schon gerastet. In diesem Gebiet kann man leider. Oder nicht? Nee, ich habe hier noch nicht gerastet. Ich hatte nur. Ich war ja schon relativ voll. Okay. Dahinter, hinter dem Ding ist eine Tür. Aber wie kommen wir an diese Tür ran? Achso, wir können hier einfach durchlaufen. Und jetzt werden natürlich ganzen Untoten hier lebendig. So war das vielleicht doch nicht. Ist mir doch nicht egal, in welche Bucht man geht. Ich weiß auch nicht mehr. Naja. Wir sehen es ja dann noch. Wir werden dann, selbst wenn das die richtige wäre oder in der anderen könnte man auch noch was machen, wir werden sowieso alles mitnehmen. Was wäre ich denn für ein Erforscher, sag ich mal, wenn ich nicht mir alles angucken würde? Das ist das, was mich am meisten reizt bei solchen Spielen, ist Erforschen. Alles in kleinste Ecke, vielleicht finde ich doch noch irgendwo was Besseres, was Interessanteres und kann ich was lernen. Ja. So, wir hatten niemand was fallen lassen. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, haben einen Hebel. Ich betätige. Ach so, damit hätte ich wahrscheinlich alle Untote töten können.
Na gut, dann haben wir halt den schweren Weg genommen. Ist vielleicht für die höheren Schwierigkeitsgrade gut zu wissen. Eine Schriftrolle, mehr ist hier nicht drin. Gut, Ja. dann haben wir tatsächlich hier eine kleine Gruft da erledigt und können jetzt wieder hinausgehen, da wo wir dann auch rasten können. Und, oh, Tote beleben. Cool. Gefällt mir sehr. Und können uns die andere Gruft einmal anschauen. Und schauen, wo es da denn hingeht. Rustin, bitte. Ach, sind schon wieder Feinde in der Nähe. Wo denn? Wo sind hier Feinde in der Nähe? Ich sehe keine Feinde. Hinter der Tür vielleicht oder was? Ne, hier kann ich wieder rasten. Wahrscheinlich hat er irgendeinen gesehen, der schon weg war. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt in die Gruft. Und schauen uns hier um. Vertraute Verwaltung von Druiden können nicht direkt gesteuert werden, aber befehligt. Vertraute von Maya und Hexmeistern können direkt gesteuert werden, sind im Kampf aber leicht verwundbar. Ist okay. Ich nehme auch lieber den, der sich selbst bewegt. Was habt ihr denn hier noch? Krank. Krank kann ich jetzt gerade nicht viel tun. Ich habe keine Tränke für Krankheit heilen. Oh, stirb. Wahrscheinlich laufen wir wieder direkt in Fallen rein. Ja, komm schon. So. Achso, da ist etwas auf der anderen Seite dieser Tür. Wahrscheinlich ist genau das, was ihr da anvisiert. Wir machen aber jetzt erstmal die Tür auf. Ah, Falle ausgelöst. Falle ausgelöst. Sarkophag. Grünstein. Und hier auch. Falle ausgelöst. Ups. Ich sollte nicht so einfach drauf losgehen. Sollte ich mir abgewöhnen. Ring und Krummschwert. Ja. Darf ich hier rasten in diesem Gebiet? Ihr könnt nicht rasten, solange Feinde in der Nähe sind. Das heißt, wir könnten hier theoretisch rasten. Jemand sollte sich um das Schloss hier kümmern. Ja. Nicht? Ja, hier sind die Feinde. Zombie und Zombie, Zombie und Zombie. Alle sofort Und ein Zombie. stehen Oh, die kriegen wir eigentlich hin. Die sollten wir hinbekommen. Irgendwann durch mal um den Zombie hier. Haben wir eigentlich, das muss ich mal eben ganz kurz schauen, haben wir eigentlich auch irgendwas, was wir, im Kampf einsetzen können. Nein, Spuren lesen haben wir hier. Nein, Erzfeind, Untote, ach, Untote und Reptilien. Tiergefährte haben wir doch hier. Wieso habe ich den nicht ausgerüstet? Kann man das mal jemand sagen? Ich setze den mal noch ganz hier hinten. Das ist doch mal schön. Wenn ich mitgekriegt, dass wir die Fähigkeit bekommen hatten. Hatte ich das auch schon ausgesucht, war? Ganz vergessen. Gut, wir rufen ihn. Wen haben wir denn da? Ja, den habe ich auch schon benannt. Mensch, habe ich gar nicht, habe ich total vergessen, dass wir den haben, weil eine Kampfkraft mehr ist immer gut. So, Goldmünzen. Wir rasten, dadurch verschwindet Bobby dadurch. Nein, sehr schön. Der bleibt bestehen. Gefällt mir. Aber wir haben wieder die Möglichkeit, ihn einmal zu rufen. Das heißt, sollte er drauf gehen, können wir ihn wieder zu uns zurückholen. So. Ach nee, da ist eine. Das ist ein, ach, das ist ein Zaun. Habe ich gar nicht gesehen. Da ist ein Zaun und da ist eine Falle. So, Nischka, würdest du bitte? Das wäre sehr freundlich.
Gut, danke. Wir haben hier Untote zu metzeln. Schön ist, wir machen halt mehr Schaden, weil wir die Untote als Feinde haben, Erzfeinde. Das heißt, wir treffen besser, wir machen Bonusschaden. Wir sind einfach im Kampf gegen sie besser. So, haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Nein, nein. Gut. Da kommen wir noch nicht hin. Es gibt also nur diese Tür. So, dann schauen wir. Ups, Falle, 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 Falle. Nee, Nischka, stopp, stopp. Sicher, mach die Falle weg. Zum Glück haben wir hier hinter der Tür die Zombies und alles. Das heißt, wir können... Wir sind nicht im Kampf direkt. Wir werden nicht angegriffen, sondern können in Ruhe die Fallen mal eben entschärfen. Ja? Und gucken, ob wir dann eben einen Platz finden, wo wir rasten können, um diesen Fehltritt wieder auszumerzen. Das wäre sehr nett. Ja, hier können wir rasten. Hier sind wir weit genug entfernt von der Tür. So. Jetzt aber. Von Krankheit erholt. Aha. Dadurch habt ihr aber Konstitution und Geschicklichkeit verringert. Was nicht sehr nett ist und auch nicht sehr hilfreich. Hier waren wir ja einen ziemlich langen Gang jetzt. Und da wollen wir nochmal schauen. Ach, da ist doch ein Skelett, deswegen. Tod. Nischka. Falle. Wie kann ich euch helfen? Falle ist deine Arbeit. Kümmere dich bitte drum. Falle aus entschärfen Erfolg. Hier sind noch Überreste. Erfolg. Mann. Was sind das für Überreste? Katana plus 1. Ja. Wir schauen aber trotzdem hier mal eben rein. Da ist etwas auf der anderen Seite dieser Tür. Sind da zwei Türen? Oh, das sind zwei Türen. Dann machen wir erstmal die Tür auf. Ach, das ist wieder so eine tolle Statue. Ist hier auch irgendwo so ein Hebel wieder? Ich glaube nicht. Diesmal nicht, oder? Nee, diesmal nicht. Na gut, die kriegen wir aber auch so hin. Die kriegen wir so hin. Das sind nur ein paar Zombies. Die jetzt keine direkte Gefahr darstellen. Trotz verringerter Konstitution und Geschicklichkeit. So. Achso, Nischka muss auch eben gerettet werden. So. Hier ist sonst nichts. Außer der Durchgang zu dieser Tür. Wie kann ich euch helfen? Die Nischka für uns eben die Falle entschärft und dann die Tür öffnet. Und dann können wir, glaube ich, da hinten zu dem Sarkophag, der hinter dem Zaun war. Oder? Hier können wir die Tür öffnen. Sarkophag. Wurfball, nicht identifiziert. 4 Stück. Wollen wir die Karte aufmachen? Ja, das sah gut aus. Das war das Ding, was ich meinte. Ja. So, das heißt, wir wählen wieder uns jetzt an. Ich sag, wir wählen uns an. Dieser kleine Sprung, der passiert mir auch immer öfters hier. So. Ja. Auf zu Nischka, damit sie die Tür hier für uns öffnet. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir rasten können. Nein, natürlich nicht. Gut, aber so angeschlagen sind wir jetzt auch nicht. Deswegen speichern wir mal eben. Und ich guck mal gucken, was so dahinter los ist. Vielleicht ist das auch gar nicht so viel und nicht so schlimm. Ja, nee, wir bleiben jetzt erstmal. Ja, geh da rein, zur Not, ist mir ja egal. Da sitzt ja nur eine Falle direkt hinter der Tür. So, Nischka. Kein Problem. Falle entschärfen. Haltet mir den Rücken frei. Komm schon. St-
Kryptoskelett Falle entschärfen. Bevor da noch irgendjemand da rein rennt, wie blöd. Ne, es waren nur Sarkophage drin, das ist sehr schön. Das ist noch nicht der Raum, von dem ich dachte, das ist ja bald. Der kommt ja bald, aber. Naja, ihr werdet es schon sehen. Ihr werdet es schon sehen. Da ist noch ein Sarkophag. Also Gold und so. Ja. Können wir jetzt rasten? Ja, können wir. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Vielleicht ist eure Genesung hier auch mal die Gesundheit wieder besser. Mann. So, jetzt haben wir wieder einen großen Raum, der mit Untote voll ist. Das heißt voll. Hier sind ein paar Untote, die wir jetzt erledigen. So. Das heißt, jetzt werden wir die Türen hier auch durchgehen. Erstmal in Ruhe. Mischka, bitte, Falle entschärfen. Kelga, kommst du bitte? Hier gibt's gleich Zwergenarbeit zu erledigen. Will mich Zombies prügeln. Ja, komm. Mischka sollte sich... Lass erstmal die Skelette entfernen hier. Damit Mischka sich auf die Zombies konzentrieren kann. Das ist ein Ghoul. Da müssen wir immer ganz schnell ihr helfen. Weil der ist ein bisschen härter. So, Ghoul. Stirb. Wende dich von Mischka ab. Sehr schön. Die können nämlich Krankheiten verursachen. Und da ist sie schon wieder krank. Scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht.